Im letzten Thema, im Themenbereich 3, schauen wir uns jetzt an, wie man die BPM dazu verwenden kann, komplexere Abläufe zu beschreiben bzw. Prozesse bis ins letzte Detail auszuspezifizieren, inklusive aller Spezialfälle, alles, was passieren kann, obwohl man es vielleicht nicht erwarten würde, also sowas wie Ausnahmen, die in der Prozessbehandlung auftreten. Dazu bietet uns die BPM Konstrukte an, die dabei helfen soll, den Prozess so weit auszudefinieren, dass dann auch ein Computer, der ja keine eigenständige Kreativität hat, sondern nur auf Basis der vorgelegten Modelle arbeiten kann, weiß, was zu tun ist, wenn irgendein bestimmtes Ereignis auftritt. Ereignis ist auch das richtige Stichwort. Die meisten Konstrukte, die wir uns jetzt ansehen werden, haben mit der Verwendung von Ereignissen zu tun. Wir erinnern uns ganz zu Beginn, haben wir uns schon angeschaut, dass es relativ viele unterschiedliche Ereignisse gibt. Das werden wir jetzt noch einmal im Detail durchgehen. Davor schauen wir uns aber nur ganz kurz an, was es bei Aktivitäten noch zu wissen gibt. Insbesondere die Verwendung von Subprozessen ist hier nochmal ein Thema, weil es da trotzdem nochmal darum oder weil es da trotzdem noch Möglichkeiten gibt, die darzustellen, die wir jetzt in der Form noch nicht besprochen haben. Wir sehen hier zwei Subprozesse dargestellt und das Interessante ist, dass entgegen der Aussage, die ich zu Beginn getroffen habe, dass auch ein Subprozess immer ein vollständiger Prozess mit einem Start- und einem End-Event sein muss, das an dieser Stelle nur mal relaxed ist. Man kann den Subprozess etwas vager spezifizieren, unterspezifizieren, indem man einfach die Aktivitäten, die im Rahmen dieses Subprozesses auftreten sollen oder können, da reinschmeißt. Dieser Fall, den wir hier sehen, in dem, sagen wir semantisch, also von der Bedeutung her aus, beim Einrichten eines Bankkontos müssen wir 4 Aktivitäten machen. Es ist aber egal, in welcher Reihenfolge die sind. Das heißt, es ist ein implizites paralleles Gateway. Man könnte es genauso zeichnen, dass man Start-Event, ein paralleles Gateway, die 4 Aktivitäten und dann wieder Zusammenführung hat. Wichtig, eben die Zusammenführung. Die Subaktivität ist erst dann abgeschlossen, wenn alle 4 Aktivitäten fertig sind. Die andere Seite schaut ähnlich aus, bis auf diesen kleinen Marker hier, diese Tilde, die wir da unten sehen. Diese Tilde kennzeichnet Ad-Hoc-Prozesse. Ad-Hoc-Subprozesse bedeuten, dass wir hier nur sagen, es kann passieren, dass wir eine oder mehrere der eingebetteten Aktivitäten durchführen möchten, müssen, je nach Kontext. Das ist etwas unterspezifiziert, wenn wir die Bedingungen nicht angeben, deswegen Ad-Hoc. Also es kann sein, dass es notwendig wird, einen oder mehrere dieser 4 Aktivitäten durchzuführen. Und wenn sie dann durchgeführt sind, die man ausgewählt hat, dann kann man weitergehen. Das ist also sowas wie ein implizites inklusives Gateway, also ein OR-Gateway, wo ich auswählen kann, welche der Aktivitäten ich durchführe und dann, wenn die ausgewählt und abgeschlossen sind, dann geht's weiter. Ist aber, wie gesagt, nur eine verkürzte Darstellungsform. Dann, auch das haben wir schon mal kurz gesehen, gibt's noch so Aufgabentypen, die man an Aktivitäten anbringen kann. Die sind tatsächlich nur Zusatzinformation bzw. Information, die dann einer Ausführungsengine, einem Software-System, einem Informationssystem, das den Prozess ausführen soll, dabei hilft zu interpretieren, was denn von der jeweiligen Aktivität erwartet wird. Das und das haben wir schon gesehen, Empfangs- und Sendetasks. Wir können also nochmal explizit kennzeichnen, dass aus dem jeweiligen Task heraus eine Nachricht gesendet wird, beziehungsweise dass in dem Task eine Nachricht empfangen wird. Das ist nicht unbedingt notwendig. Also man kann auch an einen ungekennzeichneten Task einen Nachrichtenfluss anhängen. Das verdeutlicht nur nochmals, dass wir hier einen Sende- oder Empfangsvorgang abbilden möchten. Darüber hinaus gibt es dann noch, also das ist der unbestimmte Task-Typ, den kennen wir schon. Die übrigen versuchen nochmal zu unterscheiden, welche Art von Automatisierung oder Benutzerinteraktion notwendig ist. Üblicherweise sprechen wir von manuellen Tasks, wenn es
wenn die Aufgabe ohne Interaktion mit dem Informationssystem stattfinden kann, durchgeführt werden kann, von Benutzertasks, wenn der Benutzer irgendwie eingebunden ist in Zusammenarbeit mit dem Informationssystem, so zum Beispiel irgendeine Bildschirmmaske, irgendein Formular, das ausgefüllt werden muss, das wäre ein klassischer Benutzertask. Und die übrigen drei, das sind automatisierbare Tasks, wo wir entweder einen externen Service zugreifen, das heißt, wir haben irgendein anderes Software-System, die Lagerhaltungssoftware, und von der möchten wir den Lagerstand abfragen, dann wäre das klassischer Service-Task, wenn wir da das Service der Lagerstandabfrage abrufen. Ein Scripting-Task, wenn wir hinterlegen, dass da bestimmte Aufgaben kombiniert ablaufen müssen, also ein Skript erstellen, oder ein Geschäftsregel-Task, wo wir vorab Regeln formulieren können, die dann auf den Geschäftsvorfall geprüft, die dann im Rahmen des Geschäftsvorfalls geprüft werden müssen. Das heißt zum Beispiel auf eine unterschiedliche Auftragssumme prüfen. Ja, wir haben dieses Beispiel gehabt, dass wir je nach Auftragssumme unterschiedliche Zweige gehen. Der vorgelagerte Task, der Task, der die Entscheidungsgrundlage schafft, könnte dementsprechend ein Geschäftsregeltask sein, der die Auftragssumme, die von irgendwo von einer Schätzung oder von dem Kunden vorgegeben wird, annimmt, das automatisiert auf Basis dieser Regeln evaluiert, prüft und dann die Entscheidung ermöglicht. Wie gesagt, das im Wesentlichen nur Zusatzinformation, verdeutlicht den Prozess, kennzeichnet, wo zum Beispiel eben Benutzerinteraktion zu erwarten ist. Im Gegensatz zu diesen rein kennzeichnenden Elementen gibt es noch Kennzeichnungen für das Ausführungsverhalten von Aktivitäten. Einige davon kennen wir schon, oder einen auf jeden Fall kennen wir schon, das ist der Marker für den Teilprozess. Die übrigen werden genauso wie der Teilprozess, wir sehen das hier unten, an der Unterkante der Aktivität üblicherweise dargestellt. Dieses Plus kennzeichnet also, dass es dazu noch eine weitere detaillierte Beschreibung gibt. Die anderen sind dann, also ad hoc haben wir eben auch schon gesehen, ad hoc verwendet man bei einem Subprozess, um zu kennzeichnen, dass die eingebetteten Aktivitäten ad hoc ausgewählt werden können. Kompensation werden wir nachher gleich sehen, braucht man für die Transaktionsbehandlung. Da können wir Aktivitäten spezifizieren, die zum Kompensieren bereits durchgeführter Aktivitäten verwendet werden können. Und die drei ermöglichen uns sehr einfach eine mehrfache Ausführung einer Aktivität zu modellieren. Der Punkt ist ja, wir erinnern uns, wenn wir Schleifen modellieren, müssen wir möglicherweise mit dem Sequenzfluss irgendwie bedingt zurückfahren. Das können wir verkürzen, indem wir einfach dieses Schleifenkonstrukt, so wie hier, anführen. Das Schleifenkonstrukt heißt, wir führen die Aktivität einfach mehrfach aus, indem wir eine bestimmte Bedingung prüfen. Die anderen beiden kennzeichnen eine parallele oder sequentielle Mehrfachausführung. Was bedeutet das? Beim Schleifenkonstrukt bleiben wir immer in derselben sogenannten Instanz. Das heißt, wir haben die Daten der vorherigen Ausführung immer zur Verfügung. Bei der parallelen Mehrfachinstanzierung ist es so, dass die Aktivität parallel mehrfach gestartet wird und diese parallelen Starts dann unabhängig voneinander ablaufen. Wir kennen das aus dem Beispiel der Anfrage bei den Grafikern aus dem letzten Thema. Da senden wir unabhängig voneinander mehrere Anfragen an die Grafiker parallel aus. Das möchte man nicht in einer Schleife tun, weil in einer Schleife will man es erst nacheinander aussenden. Das dauert länger, wir können es einfach parallel aussenden, weil das ist auch unabhängig voneinander. Die sequentielle Mehrfachausführung wäre eine Ausführung hintereinander, ähnlich wie in der Schleife, nur mit dem Unterschied, dass wir nichts von den vorhergehenden Ausführungen wissen. Das heißt, die Ausführungen selbst sind unabhängig voneinander, die Ausführung erfolgt aber nacheinander und nicht parallel. Werden wir eher selten brauchen, also das ist eher Ausnahmefall, diesen Modifikator, der kommt durchaus oft zum Einsatz, weil es einfach die Darstellung des Prozesses stark vereinfacht. Man kann beides auch mit Sequenzflüssen abbilden, möchte man aber nicht, weil es durchaus aufwendig wird in diesem Fall dann. Wenn wir uns das jetzt an einem Beispiel ansehen, würden wir eben sagen können, beim Jobposting, so wie wir es hier in diesem Beispiel haben, wir stellen das Stellenangebot irgendwo online und die Bewerber schicken uns dann die Bewerbungsunterlagen. Die schauen wir
eine nach der anderen in einer Schleife durch. Da möchte man auch darüber Bescheid wissen, was schon eingelangt ist, deswegen der Schleifenkonstruktor und nicht die sequentielle Mehrfachinstanzierung. Und dann können wir unabhängig voneinander, muss ja nicht gleichzeitig sein, aber unabhängig voneinander zu Interviews einladen. Da drinnen laufen dann einerseits die Intervieweinladungen und, das ist wichtig, zugeordnet und zuordnenbar die Zusage oder die Absagen, also auch die Rejection Notice geht da mit raus. Und erst, wenn die ganzen Interviews abgeschlossen sind, geht es hier hinten weiter und wir stellen dann das Angebot an die ausgewählte Person. So, das nur ganz kurz zu Aktivitäten. Kommen wir zu den Ereignissen. Die Ereignistypen und jetzt hier in der vollständigen Übersicht sind in der BPMN sehr ausführlich behandelt oder es gibt halt sehr viele. Viele davon haben wir auch schon besprochen. Ich möchte jetzt nur mal systematisch angehen, ohne jetzt konkrete einzelnen Eventtypen durchzubesprechen, weil wir das nachher dann in der Anwendung gleich besprechen werden, ist grundsätzlich zwischen unterschiedlichen Arten zu unterscheiden. Wir hatten schon die Unterscheidung zwischen Start-, Zwischen- und End-Events. Die lässt sich aber nochmals untergliedern und vor allem bei den Zwischen-Events ist das relevant. Ganz kurz bei den Start-Events. Top-Level-Start-Events, das ist das, was wir bis jetzt gehabt haben. Es gibt dann noch die Möglichkeit, in Subprozessen spezielle Subprozesse zu modellieren, die ereignisgesteuert sind. Das sind sogenannte Ereignis-Subprozesse oder Ereignisteilprozesse und die können wir, werden wir später dann sehen, einsetzen, um während der Ausführung eines Standardprozesses auf eintretende Ereignisse unabhängig vom Hauptprozess zu reagieren. Die schauen gleich aus wie die klassischen Startprozesse, gibt es aber in zwei Typen. Und diese zwei Typen, diese Unterscheidung ist wichtig, weil die haben wir dann auch gleich bei den Zwischenereignissen nochmal. Es gibt unterbrechende Startereignisse und nicht unterbrechende Startereignisse. Die nicht unterbrechenden sind die mit der strichlierten Outline. Was bedeutet das? Wenn wir ein Startereignis haben, das unterbrechend ist, dann bricht das den Hauptprozess oder unterbricht das den Hauptprozess, der stoppt in der Anwendung und der Teilprozess wird behandelt. Der nicht unterbrechende, wie der Name schon sagt, Ereignisteilprozess oder das nicht unterbrechende Startereignis löst einen weiteren Prozess aus. Der Hauptprozess läuft weiter. Der Prozess, der im Ereignisteilprozess spezifiziert ist, wird parallel dazu ausgeführt. Diese strichlierte Variante, die finden wir auch bei den Zwischenereignissen wieder. Was wir bis jetzt kennen bei den Zwischenereignissen, sind die eingetretenen und die ausgelösten, also die empfangenden und die sendenden Zwischenereignisse. Also wir senden eine Nachricht, wir empfangen eine Nachricht, wir warten auf den Ablauf eines Timers zum Beispiel. Was neu ist, sind die angehefteten Ereignisse und die gibt es wiederum nicht unterbrechend und unterbrechend. Was bedeutet jetzt angeheftet? Angeheftet, wie der Name schon sagt, heißt, dass wir das Ereignis an eine Aktivität anheften und damit kennzeichnen, dass während der Ausführung der Aktivität ein bestimmtes Ereignis eintreten kann und wir möchten auf dieses reagieren. Das heißt, ich kann an eine Aktivität zum Beispiel ein Timer-Ereignis anheften und damit ausdrücken, dass wenn die Ausführung der Aktivität eine bestimmte Zeitspanne dauert, dann soll das Ereignis eintreten und ein bestimmter Sequenzfluss weiterverfolgt werden. Und das wiederum kann, also hier sind wir angeheftet, das kann unterbrechend und nicht unterbrechend sein. Wir können uns jetzt genau das mit diesem Timer-Beispiel vorstellen, wir haben eine Aktivität Auftragsbearbeitung durchführen, da haben wir ein angeheftetes Timer-Ereignis. Wenn das unterbrechend ist, dann haben wir ein hartes Timeout, das heißt, die Ausführung der Aktivität würde nach dem Ablauf der Zeitspanne, die spezifiziert ist, einfach unterbrochen werden. Der Auftrag wird nicht weiter bearbeitet. Wir geben zum Beispiel, weil es dann hinfällig ist, weil eine bestimmte Deadline vorbei ist, dem Auftraggeber Bescheid, dass wir den Auftrag nicht erfüllen konnten.
Bei einem nicht unterbrechenden angehefteten Zwischenereignis ist es so, dass die Auftragsbearbeitung in unserem Beispiel weitergeführt werden könnte und wiederum parallel dazu, wie vorhin bei den Startereignissen, parallel dazu der Zweig ausgelöst wird, der aus dem angehefteten Zwischenereignis herausgeht. Das könnte man zum Beispiel dafür verwenden, um zu modellieren, dass man Bescheid geben, dass die Auftragsbearbeitung sich noch verzögern wird, dass wir nur ein bisschen mehr Zeit brauchen, obwohl wir parallel dazu nach wie vor natürlich an der Auftragsbearbeitung arbeiten. Wir werden das dann gleich in Beispielen sehen. Aber das ist die grundlegende Unterscheidung. Wir haben also, wenn wir nochmal kennzeichnen, Startereignisse, da üblicherweise diese Top-Level-Ereignisse und nochmal die Variante unterbrechend und nicht unterbrechend für ereignisgesteuerte Subprozesse, die relativ selten vorkommen werden. Wir haben das Endereignis, da gibt es nur eine Variante davon, und wir haben vier unterschiedliche Varianten von Zwischenereignissen, im Wesentlichen die eingetretenen und ausgelösten, die direkt im Sequenzfluss eingebaut werden, die kennen wir schon, und die angehefteten, die Aktivitäten angebracht werden, um zu kennzeichnen, dass während deren Ausführung ein bestimmtes Ereignis eintreten kann, auf das wir reagieren wollen. Und das kann eben unterbrechend im Sinne von die Aktivität abbrechend oder nicht unterbrechend sein. So, schauen wir uns jetzt die Semantik dieser einzelnen Ereignistypen anhand deren Verwendung an. Das ist das Geschicktere, ohne dass wir das jetzt da im Detail durchgehen müssen. Sehen wir jetzt dann gleich, wie wir die einzelnen Events verwenden können. Etwas, das wir schon besprochen haben im letzten Thema, oder mit dem wir schon konfrontiert worden, zumindest, ist das Link-Event. Das Link-Event ist das einzige Event, das kein richtiges Event ist. Das ist nämlich eigentlich nur ein Connector, der es uns ermöglicht, die Modelldarstellung übersichtlicher zu machen. Link-Events treten immer paarweise auf, sind beschriftet. Die müssen immer das sendende Event und das empfangende Event müssen immer die gleiche Bezeichnung haben. Und das kennzeichnet im Wesentlichen nur, oder ist eine verkürzte Schreibweise dafür, dass es hier eigentlich einen Sequenzfluss rüber gibt. Diesen Sequenzfluss möchte man nicht einzeichnen, das wird unübersichtlich, vor allem wenn der Prozess dann wirklich lang wird. Deswegen verwendet man die Link-Events, zeigt also an, dass hier der Sequenzfluss reingeht und an dieser Stelle wieder rauskommt. Weil das da direkt in den Sequenzfluss des anderen Zweiges eingebaut ist, ist es eigentlich ein implizites XOR. Das heißt, wir gehen davon aus, dass wir entweder den einen oder den anderen Weg kommen. Das ist in diesem Fall auch gegeben, weil wir ja davor schon verzweigt haben. Genau. Das ist auch das einzige Constraint, wenn wir uns das, oder das einzige Constraint, der einzige Fall, wo ein Sequenzfluss nicht bei einem End-Event enden muss. Das Link-Event ist formal ein Zwischenereignis. Bei Zwischenereignissen haben wir gesagt, muss eigentlich immer auch ein ausgehender Sequenzfluss vorhanden sein. Das ist beim Link-Event nicht der Fall und das ist der einzige Ausnahmefall. Ansonsten darf der Sequenzfluss nur bei End-Events enden. Und nur bei Start-Events beginnen. Das Link-Event ist hier eine Ausnahme. Man kann das empfangende Link-Event auch ohne eingehenden Sequenzfluss verwenden. Also nicht wie hier, sondern quasi als separater Zweig, der hier eingefügt wird. So viel zum Link-Event. Da gibt es nicht recht viel mehr zu sagen. Sparsam verwenden oder bewusst verwenden, nur dann, wenn es wirklich die Übersicht erhöht, weil in komplexen Prozessen einfach auch die zusammengehörigen Events schwer aufzufinden sind, potenziell, wenn es um große Prozesse geht. Dementsprechend muss man sich anschauen, was ist übersichtlicher, wenn ich den Sequenzfluss durchs Diagramm quer durchziehe oder wenn ich das Link-Event verwende. Ein weiterer Event-Typ, den es gibt, sind Signale. Was ist ein Signal? Signal ist eine alternative Kommunikationsform zu Nachrichten. Nachrichten-Events hatten wir ja schon im letzten Thema sehr ausführlich. Eine Einschränkung oder eine Eigenschaft von Nachrichten ist es, dass sie immer 1:1 Kommunikation abbilden. Das heißt, sie haben immer genau einen Sender und einen Empfänger. Wenn ich jetzt eine Information an mehrere Empfänger übermitteln möchte aus einem Prozess heraus, dann müsste ich auch tatsächlich mehrere
Nachrichten versenden, also mehrere Sende-Events anbringen, mit jeder Person oder jedem Akteur, jedem anderen Pool diese Nachricht dann zur Verfügung stellen. Das kann man verkürzen, indem man Signale verwendet. Das Signal ist, metaphorisch gesprochen, die Leuchtrakete der BPMN. Das heißt, ich quasi gebe das, sende das Signal ab und es wird gleichzeitig für alle im Ausführungskontext, für alle anderen Pools sichtbar. Hilft uns also dabei, Informationen innerhalb des Prozesses, aber auch über Prozesse hinweg zu verteilen. Ein Vorteil des Signals ist, dass es auch zur Kommunikation innerhalb eines Pools, falls das notwendig sein sollte, eingesetzt werden kann, so wie in diesem Beispiel hier. Wir haben zwei parallel ausgeführte Subprozesse und das Constraint ist, dass wir mit der Aktivität D im unteren Subprozess erst dann beginnen wollen, wenn B ausgeführt ist. Das könnte man natürlich jetzt anders auch modellieren. Man könnte das B rausziehen vor den Split und wir hätten eigentlich die gleiche Semantik. Das ist ein bisschen ein konstruiertes Beispiel, um das zu demonstrieren. Aber wir würden hier das Signal B abgesendet modellieren und hier das empfangende Signal B, also B abgeschlossen, senden wir, und das empfangende Signal B abgeschlossen löst dann die Bearbeitung der Aktivität D aus. Der Vorteil bei Signalen ist, dass sie 1 zu N Kommunikation abbilden lassen. Das heißt, ein sendendes Signal kann an beliebig vielen anderen Stellen wieder empfangen werden. Das heißt, ich kann beliebig viele empfangende Signale wieder verwenden. Hier haben wir das erste Beispiel für ein angeheftetes Ereignis, für ein angeheftetes Ereignis. Es ist in dem Fall ein empfangendes, angeheftetes Signalevent. Was bedeutet das? Wir gehen davon aus, dass irgendwoher ein Signal kommt, dass der Alarm ausgelöst wurde. Also das ist das Verlassen eines Geschäftes durch eine Diebstahlsicherungssperre. Man geht durch. Irgendeine externe Einheit, nämlich das Gerät, das diese Diebstahlsicherungstags liest, löst ein Signal aus. Wir empfangen hier das Signal. Das ist ein unterbrechendes Signal. Das ist wichtig. Ja, durchgezogene Outline. Das heißt, wir gehen diesen Weg nicht weiter, sondern gehen hier unten weiter und kommen zur Taschenkontrolle. Würde das Signal nicht auslösen, während wir da durch diesen Ausgang, durch dieses Tor durchgehen, dann können wir den oberen Weg weitergehen und das Geschäft einfach verlassen. Wir hatten jetzt schon die Geschichte mit den angehefteten Events, mit der Ausnahmebehandlung. Also angeheftete Events verwenden wir üblicherweise dafür, um unerwartete Unterbrechungen oder Ausnahmefehler, die aufgetreten sind, abzubilden. Das Signal haben wir jetzt schon gehabt. Hier in der nicht unterbrechenden Variante bedeutet, wo es hier entweder diesen Weg, da wieder farbig, dann wird sichtbar, entweder diesen Weg oder diesen Weg weitergehen, je nachdem, ob das Signal eingetroffen ist oder nicht, gehen wir bei der unteren, nicht unterbrechenden Variante auf jeden Fall auch den Aktivitätsweg weiter und den unteren Weg. So, das gibt es jetzt wiederum in unterschiedlichen Varianten mit frei formulierten Bedingungen oder mit kombinierten Bedingungen. Wir haben das vorhin in der Übersicht gesehen, welche Art von angehefteten Events es gibt. Das gibt es fast in allen Varianten. Man kann auf Nachrichten reagieren, man kann auf den Timer reagieren. Wir werden dann gleich sehen, also Bedingungen haben wir jetzt gerade gehabt, wir können dann gleich die Ausnahmebehandlung werden wir betrachten. Es gibt die Eskalationsevents dafür, beziehungsweise die Fehler- und die Abbruchevents, die Kompensationsevents, die werden wir bei der Transaktionsbehandlung sehen. Die Signale haben wir jetzt gerade gesehen und das Mehrfach- und Mehrfach-Parallel-Event hilft uns dabei, auf kombinierte Bedingungen zu reagieren. Und die meisten davon, bis auf die Fehler, die tatsächlich zu einem Abbruch ja auch führen müssen, gibt es in unterbrechenden Varianten. Die Fehler gibt es in nicht unterbrechenden Varianten. Die Fehler gibt es nur in unterbrechenden Varianten, weil man davon ausgeht, dass wenn dieser Fehler aufgetreten ist, also Fehler oder Abbruch, wenn der Fehler aufgetreten ist, wir die Ausführung des eingebetteten Subprozesses in diesem Fall dann nicht fortsetzen können. Wenn der Fehler nicht so schwer ist, dass wir trotzdem fortsetzen können, dann würden wir eher das Eskalationsevent
verwenden in der nicht unterbrechenden Variante. Eskalation ist quasi nur eine Benachrichtigung nach außen hin. Schauen wir da wieder zurück. Also so die Ausnahmebehandlung mit den angehefteten Events. Dann ein paar Beispiele. Ich habe das vorher schon mal beschrieben. Einen Auftrag ausführen und bei einer eingehenden Nachricht, nämlich über die Stornierung der Bestellung, würde man die Auftragsdurchführung abbrechen, nur den unteren Weg weitergehen und hier das nicht fortsetzen. An dieser Stelle gleiche Aktivität, also Auftrag durchführen, jetzt aber ein nicht unterbrechendes Nachrichtenereignis, das heißt, wir horchen wieder auf eine eingehende Nachricht. Diese eingehende Nachricht wäre in diesem Fall jetzt nicht die Stornierung der Bestellung wie vorhin, sondern das Aktualisieren der Versendeadresse, also der Shipping Address. Das haben wir hier. Da ist es nicht notwendig, die Auftragsbearbeitung abzubrechen. Das heißt, wir nehmen es nicht unterbrechend und es geht hier zusätzlich weiter. Unten würden wir jetzt die Lieferdaten aktualisieren. Oben geht es den klassischen Fluss dann weiter. Hier nochmal in einem umfassenderen Beispiel. Wir nehmen also eine Bestellung entgegen, dann bearbeiten wir den Auftrag. Während die Auftragsbearbeitung läuft, kann der Kunde jederzeit stornieren. Das unterbricht die Auftragsbearbeitung. Wir gehen dann nur mehr den Weg weiter und haben bestätigen die Stornierung. Das ist dann der Abschluss. An dieser Stelle im Übrigen falsch modelliert. Das müsste tatsächlich ein End-Event sein und kein Zwischenevent. Wenn die Auftragsbearbeitung bei uns intern abgeschlossen ist und wir das Ganze in den Versand geben, dann kann der Kunde zwar nach wie vor stornieren, wir können es aber nicht mehr abbrechen, weil die Sendung schon im Versand ist. In diesem Fall haben wir dann also ein nicht unterbrechendes Event, das heißt, wir senden trotzdem die Rechnung raus, gleichzeitig markieren wir aber in unserer Datenbank schon, dass der Kunde im Falle der Rücksendung sein Geld zurückbekommt. Das heißt, wir führen den Auftrag fertig aus, im Sinne von, wir schicken trotzdem die Rechnung raus. Parallel dazu läuft aber noch die Aktivität, dass wir schon vormerken, dass der Kunde sein Paket wahrscheinlich zurückschicken wird und dass er in diesem Fall dann sein Geld zurückbekommt. Wenn wir in mehreren Aktivitäten auf eine bestimmte Nachricht reagieren wollen in der gleichen Form, dann ist es sinnvoll, kann man sich vorstellen, diese in eine Superaktivität einzubetten. Man wird es also nicht so modellieren, sondern in dieser Form modellieren. Wenn man jetzt ein Event an einen Subprozess, einen gekapselten Subprozess anheftet, dann gilt diese Bedingung, dass dieses Event eintreffen kann, für den gesamten inneren Subprozess. Das heißt, wir haben jetzt da dieses Fulfill Order weiter detailliert. Wir müssen also schauen, ob wir den Kunden überhaupt annehmen, im Sinne von, ist er kreditwürdig. Wir stellen die Bestellung zusammen und bereiten sie dann für den Versand vor. Und während allen drei Aktivitäten ist es zulässig, dass der Kunde stornieren kann, so wie es hier oben modelliert wäre. Das ist natürlich semantisch korrekt, wie das hier oben modelliert ist. Man würde es nur in der Praxis nicht so machen, weil es den Prozess unnötig komplex macht mit diesen vielen Sequenzflüssen. Timer-Events als zweites Beispiel. Ich habe das schon kurz erwähnt vorher, wie wir generell über angeheftete Events gesprochen haben. Da haben wir jetzt ein nicht unterbrechendes angeheftetes Timer-Event, das einen zyklisch auslösenden Timer kennzeichnet. Das heißt, wir sagen, wenn eine Serviceanforderung hereinkommt, dann senden wir einen Servicetechniker aus, der führt das Service durch und wird jede Stunde dem Manager Bescheid geben, wie es aussieht, ob er schon fertig ist, ob er, wie lange er ungefähr noch brauchen wird. Das soll aber natürlich die Serviceabwicklung nicht unterbrechen. Deswegen ein nicht unterbrechendes Event an dieser Stelle. Und wenn das Service abgeschlossen ist, dann schickt man die Rechnung aus. Im Gegensatz zum zyklisch ausgelösten Event haben wir hier ein Deadline-Event. Auch das haben wir schon besprochen. Auch wieder in der nicht unterbrechenden Variante. Wir sprechen hier von einem Fastfood-Restaurant. Wir nehmen die Bestellung entgegen und haben dann modelliert, dass das Zusammenstellen der Bestellung
maximal 5 Minuten dauern darf. Nach 5 Minuten, also das ist Bezahlvorgang durchführen und dann die einzelnen Bestellkomponenten vorbereiten, das soll maximal 5 Minuten dauern. Nach diesen 5 Minuten möchte man aber, wenn es wirklich einmal länger dauert, den Kunden nicht wegschicken ohne seine Bestellung, sondern wir möchten ihm die Bestellung gratis geben. Das heißt, wir geben ihm nach 5 Minuten das Geld zurück, er bekommt aber trotzdem seine Güter. Das heißt, die Auftragsbearbeitung wird hier fortgesetzt. Würden wir hier ein unterbrechendes Event modellieren, wird tatsächlich der Kunde zwar das Geld zurückbekommen, aber auch seine Bestellung nicht mehr bekommen. An dieser Stelle haben wir jetzt Beispiele für nicht unterbrechende Timer-Events. Das ist das Login, das erstmalige Login in irgendeiner WLAN oder in irgendein Informationssystem. Wir müssen also unser Passwort aktualisieren. Dann müssen wir 3 Minuten warten, weil es vielleicht im Hintergrund so lange dauert, bis das durch alle Datenbanken propagiert ist. Und nach 3 Minuten, also der Prozess blockiert hier, ist ja ein Zwischenevent, das direkt im Sequenzfluss eingebettet ist, können wir das Login versuchen. Wenn das Login nach 10 Minuten immer noch nicht erfolgreich war, also das haben wir die 10-Minuten-Deadline mit unterbrechenden Timer-Event abgebildet, dann wenden wir uns an den Helpdesk. Andernfalls, wenn wir erfolgreich waren, können wir einfach auf das Netzwerk in dem Fall dann zugreifen. Genau. Kurzer Blick auf die Verwendung von End-Events. Es gibt unterschiedliche Arten von End-Events. Das kennen wir schon, das klassische End-Event. Das klassische End-Event beendet den Prozessfluss ausschließlich in dem Zweig, in dem es angebracht ist. Ja, wir können parallele Zweige in einem Prozess haben, paralleles Gateway, haben wir schon ausführlich besprochen. Wenn wir ein End-Event anbringen, dann endet dieser Prozesszweig, wo das End-Event vorkommt, an der jeweiligen Stelle, wo eben das End-Event angebracht ist. Die anderen Zweige, sofern sie noch aktiv sind, werden weiter ausgeführt. Wenn ich jetzt auf jeden Fall den gesamten Prozess abbrechen möchte, unabhängig davon, ob in anderen Zweigen eigentlich noch was zu tun wäre oder nicht, dann kann ich das Terminate-Event verwenden. Das ist das mit dem ausgefüllten Kreis in der Mitte. Das bricht den Prozess einfach hart ab, ohne dass wir irgendwie Rücksicht darauf nehmen, ob da noch irgendwas unfertig ist. Wir beenden dann einfach die weitere Ausführung. Das ist also quasi das Steckerziehen des Prozesses. Das Error-Event an dieser Stelle angebracht, das können wir verwenden, um Subprozesse abzubrechen. Wenn wir uns jetzt hier anschauen, das Error-Event, also es ist quasi ein Fehler aufgetreten, in diesem Fall die Authentifizierungsdaten eines Kunden sind nicht korrekt, wir haben einen Fehler, das wäre jetzt quasi der Subprozess, der hier eingebettet ist, in Check-Order-Form, dann kann hier außen durch ein angeheftetes Event dieser Fehler, der innen aufgetreten ist, abgefangen werden. Was wir noch nicht erwähnt haben, ist, dass bei angehefteten Events, angeheftete Events, nochmal so, sind immer empfangende Events. Wo die Nachricht oder wo das Event, die Eventdaten herkommen, ist flexibel. Das kann von außen kommen, das kann eben eine Nachricht sein, das kann der Timer sein, das kann aber auch von innerhalb des Prozesses kommen, so wie hier in diesem Fall. Innerhalb des Subprozesses ist ein Fehler aufgetreten und außerhalb können wir darauf reagieren. Das wäre dann auch dementsprechend ein unterbrechendes Sub-Event, angeheftetes Event, sorry, würde also die innere Ausführung oder die Ausführung des inneren Prozesses komplett abbrechen. Wirkt also auf den inneren Prozess wie ein Terminate-Event, ermöglicht uns aber außerhalb noch irgendwie zu reagieren, nämlich zum Beispiel dem Kunden Bescheid zu geben. Möchten wir nicht abbrechen, können wir kein Error-Event verwenden, weil das gibt es nur in der unterbrechenden Variante. Dafür würde sich das Eskalations-Event eignen. Eskalations-Event, ähnliche Semantik, sagt aber eben, wir eskalieren zu einer übergeordneten Stelle. Wir geben zum Beispiel eben dem Manager Bescheid und der sagt dann dem Kunden Bescheid, dass es irgendwie zu Problemen gekommen ist. Transaktionshandling. Was ist eine Transaktion? Also so viel einmal grundsätzlich zu den basisangehefteten Events. Jetzt wird es nochmal etwas komplexer, da werden wir nämlich jetzt unterschiedliche Eventtypen kombinieren. Was ist eine Transaktion? Eine Transaktion ist ein Satz von Aktivitäten, die man nur in ihrer Gesamtheit
ausführen möchte. Das heißt, nur wenn alle Aktivitäten erfolgreich abgeschlossen wurden, sind wir zufrieden, dann können wir weitermachen. Wenn irgendwo ein Fehler auftritt, wenn irgendwelche Aktivitäten da drinnen scheitern, dann möchten wir alle anderen auch wieder rückgängig machen. Kennen wir von einer Banküberweisung, das ist das klassische Beispiel vom Transaktionshandling bei Datenbanken, da gibt es das auch. Wenn es irgendwo zu einer Kontogutschrift kommt, wir machen eine Überweisung, es kommt an einer Stelle zu einer Kontogutschrift, bei der anderen Stelle, im anderen Konto, muss der Betrag abgezogen werden und das soll eine Transaktion sein. Das heißt, wir möchten nicht das Geld gutschreiben und wenn dann beim Abziehen irgendwie ein Fehler auftritt, die Gutschrift bestehen lassen oder umgekehrt, sondern wenn bei einem der beiden Aktivitäten ein Problem auftritt, möchten wir beide wieder rückgängig machen, sodass wir auf jeden Fall den Zustand von vor der Transaktion wiederhergestellt haben. Und das gibt's auch in der BPMN. Wir schauen uns das anhand eines Beispiels an, anhand einer Flugbuchung. Eine Transaktionsaktivität ist eine Aktivität, also wieder ein Subprozess, mit doppelt durchgezogener Outline. Das kennzeichnet eine Transaktion. Unsere Transaktion ist jetzt tatsächlich die Reisebuchung und bei der Reisebuchung haben wir abhängige Aktivitäten. Wir müssen nämlich Flug buchen und Hotel buchen und wenn eines von beiden scheitert, möchten wir auch die jeweils andere Buchung rückgängig machen. Weil uns hilft der Flug nichts, wenn wir kein Hotel haben und uns hilft das Hotel nichts, wenn wir nicht hinkommen, wenn wir keinen Flug haben. Das heißt, unser Prozess beginnt, wir haben ein paralleles Gateway, weil wir können unabhängig voneinander den Flug und das Hotel buchen. Wenn der Prozess klassisch abläuft, dann gibt es hier Flugbuchen, Hotelbuchen. Wenn beides fertig ist, ist der Prozess beendet. So, jetzt kann es da drinnen bei der Flugbuchung bzw. bei der Hotelbuchung zu Fehlern kommen. Das ist ein angeheftetes Fehlerevent, also die Buchung ist aus irgendwelchen Gründen nicht möglich. Dann führt das zu einem Abbruch-End-Event. Abbruch-End-Event ist ein weiteres Event, nicht das Fehler-Event, sondern das Abbruch-Event, das man bei Transaktionen verwenden kann und kennzeichnen, Achtung, wir brechen jetzt die Transaktion ab. Das heißt, da sollte jetzt was passieren. Das heißt, wir müssen vielleicht wieder Sachen rückgängig machen. Das angeheftete Abbruch-Event sehen wir jetzt da außen, also die gehören jetzt zusammen. Das Abbruch-Event eskaliert hier nach außen. Hier geht es dann weiter. Wir schicken eine Fehlernachricht an den Kunden und sind dann im Wesentlichen fertig. Fast fertig, weil dieses Abbruch-Event gleichzeitig gleichzeitig die Kompensationsaktivitäten auslöst. Kompensationsaktivitäten sehen wir jetzt hier. Man kann jeder Aktivität innerhalb einer Transaktion eine Kompensationsaktivität zuordnen oder sogar einen Teilprozess zuordnen, den man ausführen muss, um die Wirkungen der ursprünglichen Aktivität zu kompensieren. Da geht dann so ein strichlierter Pfeil raus, das sind Kompensation, also ist ein Kompensationsfluss und mit speziellen Aktivitäten, die durch diesen Kompensationsmarker hier markiert sind, kennzeichnen wir jetzt. Wann Flugbuchen schon abgeschlossen ist, dann muss der Flug storniert werden. Wenn Hotelbuchen schon abgeschlossen ist, dann muss das Hotel storniert werden. Wenn etwas von den beiden, wenn der Flug gebucht ist, aber das Hotel noch nicht gebucht ist, und bei der Flugbuchung wird dann ein Problem auftreten, dann müssen wir natürlich auch die Hotelbuchung nicht rückgängig machen. Und umgekehrt. Wenn aber eins von beiden schon abgeschlossen ist und das andere verursacht ein Problem, dann müssen wir die Kompensationsaktivität aufrufen. Also wichtig, dieses Abbruch-Event hier, das hat von der Semantik her, ist es so ähnlich wie das Fehler-Event, wird aber nur in Transaktionen verwendet, um zusätzlich die Kompensationsaktivitäten auszulösen. Jetzt geht es aber da hinten noch weiter. Man kann diese Kompensationsaktivitäten auch manuell auslösen. Das sehen wir hier. Wir haben nämlich noch einen weiteren Fall. Wenn der Flug und das Hotel gebucht ist, dann möchte man wir sind ein Reisebüro, dann möchte man die Kreditkarte des Kunden belasten. Und in diesem Fall kann es erst recht wieder zu einem Fehler kommen. Die Kreditkarte kann abgelehnt werden. Das heißt, wir haben hier das Fehler-Event. Und dann geht es hier nach unten weiter. Und wir haben jetzt ein auslösendes, also ein sendendes Kompensationsevent. Und das ist von
der Semantiker dieser Transaktion zugeordnet im Hintergrund und löst damit wiederum die Kompensationsaktivitäten, die da drinnen eingebettet sind, aus. Nur wenn sowohl die Reisebuchung als auch die Kreditkartenbelastung erfolgreich waren, dann geht eine Bestätigung an den Kunden raus und der Prozess ist erfolgreich abgeschlossen. Ein End-Event mit einer gesendeten Nachricht. Wenn die Kreditkartenbelastung nicht erfolgreich war, dann haben wir ja die Kompensationsaktivitäten ausgelöst und dann geht es hier weiter und wir schicken die Fehlernachricht an den Kunden weiter. So viel zur Transaktionsbehandlung. Also wenn wir Aktivitäten haben, die zusammengehören, die wir, wenn etwas ein Problem auftritt, auch wieder rückgängig machen wollen, dann können wir diese Transaktionssubaktivitäten gemeinsam mit den Kompensationsaktivitäten verwenden. Das ist tatsächlich das komplexeste Ensemble an Events und Aktivitäten, das wir in der BPMN einsetzen können, ist inhaltlich sehr ausdrucksstark. Man muss nur immer überlegen, brauche ich es auch tatsächlich? Es ist tatsächlich in der Praxis so, dass sehr wenige Werkzeuge das noch für die IT-mäßige Umsetzung auch wirklich unterstützen in der vollen Komplexität. So, das Letzte, was uns fehlt, ich habe es zu Beginn schon erwähnt, sind die ereignisgesteuerten Subprozesse. Wir können einen Subprozess definieren, der, hoppla, der ereignisabhängig ausgelöst wird. Der hat eine strichierte Outline, weil er eben nicht immer eintrifft. Wir könnten das natürlich genauso über ein angeheftetes Event modellieren. Das heißt, wenn wir hier auf einen Timer reagieren wollen, haben wir vorher schon gehabt, könnten wir genauso hier einen nicht unterbrechenden Timer anheften und hätten dasselbe erreicht. Der semantische Unterschied ist, dass wenn wir es in einen ereignisgesteuerten Subprozess einbetten in die Subaktivität, die Ereignisbehandlung, also die Eventbehandlung, komplett lokal innerhalb des Prozesses bleibt. Wenn man es über angeheftetes Event macht, dann eskaliert es nach außen in den Hauptprozess. Ja, hoppla. Dann eskaliert es nach außen in den Hauptprozess raus. Haben wir vorher die ganze Zeit gesehen. Wenn ich möchte, dass nach außen hin überhaupt nicht sichtbar wird, dass ich auf irgendein Ereignis reagiert habe, dann würde es mit einem ereignisgesteuerten Subprozess realisieren. In diesem Fall haben wir jetzt ereignisgesteuerte Subprozesse, haben wir vorher schon diskutiert, können unterbrechend und nicht unterbrechend sein, genauso wie angeheftete Events. Hier haben wir ein nicht unterbrechendes Timer-Event, wo wir wieder ein Timeout behandeln. Das heißt, wenn wir das Service durchführen und nach 4 Stunden noch kein Ergebnis da ist, dann sagen wir mal dem Manager und dem Kunden Bescheid, dass es noch ein bisschen dauern würde. Also wie gesagt, semantisch sehr ähnlich zu angehefteten Sub-Events, aber die Ereignisbehandlung komplett lokal gekapselt innerhalb der Subaktivität, also des Subprozesses, während bei angehefteten Events die Ereignisbehandlung nach außen hin sichtbar wird. Wird Fälle geben, wo man das machen möchte mit diesen ereignisbasierten Sub-Events, wird Fälle geben, wo man es eher mit einem angehefteten Event machen möchte. Beides ist möglich, was auch immer inhaltlich sinnvoller und übersichtlicher in der Darstellung ist, wird man dann in der Praxis wählen. So, das waren aber jetzt auch schon wirklich die letzten Details der BPMN. Man könnte wahrscheinlich nur eine Stunde sprechen über Spezialfälle, die im Standard definiert sind. So weit wollen wir nicht reingehen. Das sollte ausreichen, um die BPMN sowohl auf beschreibender Ebene als auch auf detaillierter Ebene zur Ausführung von Prozessen zu verwenden. Die einzelnen Events im konkreten Fall jetzt hier so einzusetzen, wie sie gedacht sind von ihrer Semantik. Vorsichtig verwenden, wirklich nur entsprechend dem jeweiligen Einsatzzweck verwenden. Es ist ja im Text beschrieben, wie die einzelnen Events tatsächlich zu verwenden sind. Nichts interpretieren, das ist gefährlich, gerade bei diesen Events, weil die sehr feine Unterscheidungen, wir haben es gesehen beim Abbruch und beim Fehler-Event zum Beispiel, sehr feine semantische Unterscheidungen abbilden, wo man ganz bewusst dann die einzelnen Events einsetzen muss. Gut, das war's mit der Einführung in die BPMN. Wir werden uns im nächsten Themenbereich jetzt dann stärker Ansätzen widmen, die der Kommunikationsorientierung zuträglich sind. Wir haben gesehen, in der BPMN ist das auch möglich. Es gibt aber Ansätze, die das noch viel radikaler als die BPMN ermöglichen. Die BPMN ist in diesem Fall ein Universalwerkzeug,
kann zur Kommunikationsorientierung eingesetzt werden, kann zur Prozessmodellierung eingesetzt werden. Wir werden sehen, welche Vor- und Nachteile dann noch rein kommunikationsorientierte Ansätze bieten.